Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert und heute geht es um die Präsentation der Projektarbeit. Präsentation Projektarbeit, und zwar gemeint ist hier zum Beispiel eine Projektarbeit, die Sie vor der Industrie- und Handelskammer präsentieren, zum Beispiel zum Betriebswirt IHK oder zum technischen Betriebswirt IHK oder zum Controller IHK und zu den vielen anderen Gebieten, Abschlüssen, zu denen es Projektarbeiten gibt. Und ich möchte Ihnen 4 Tipps heute geben, wie Sie diese Präsentation, dass man ja das ja auch Fachgespräch, also wie Sie dieses Fachgespräch gut über die Bühne bringen. Das erste ist, dass Sie bitte sorgfältig Ihren Einstieg vorbereiten. Die ersten 3 Sätze haben Sie sich sehr gut zurechtgelegt. Die haben Sie so gut auswendig gelernt, dass es nicht mehr auswendig gelernt klingt. Bitte lernen Sie niemals Ihren Vortrag auswendig, aber die ersten 3 Sätze lernen Sie bitte auswendig und sprechen die sich zu Hause so lange vor, bis sie sicher von den Lippen kommen. Was können Sie sagen? Sie können die Teilnehmer begrüßen, Sie sagen Ihren Namen nochmal, Sie stellen sich kurz vor, kurz bitte, und Sie nennen noch einmal Ihr Thema. Bitte gehen Sie nicht davon aus, dass sich irgendjemand auf Ihr Thema jetzt eigens vorher eingestimmt hat. Das ist Ihr Einstieg, die ersten 3 Sätze. Dann achten Sie auf Ihr Energieniveau. Ihr Energieniveau sollte höher sein als das der Prüfer. Das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer, weil das Abnehmen solcher Prüfungen sehr, sehr anstrengend ist und das Energieniveau des Prüfungsausschusses im Laufe des Tages sehr stark abfällt. Machen Sie vorne auf dem Gang ein paar Bewegungen, laufen Sie die Treppe rauf, statt den Aufzug zu benutzen, bringen Sie sich ein bisschen in Schwung und begeistern Sie sich für Ihr Thema. Wenn Sie eine positive Ausstrahlung haben, ein hohes Energieniveau, dann steigt Ihre Note auch, steigt Ihre Bewertung auch. C. Die Namensschilder. Fixieren Sie ab und zu mal mit den Augen die Namensschilder. Wenn der Prüfungsausschuss gut organisiert ist, und das hat er zu sein, hat jeder Prüfer vor sich ein Namensschild mit seinem Namen stehen. Sprechen Sie die Prüfer mit Namen an. Und machen Sie das insbesondere nach der Präsentation beim Fragenteil. Sie wissen, es kommt erst Ihre Präsentation, 10 bis 15 Minuten. Halten Sie diese Zeit unbedingt ein und danach kommt der Fragenteil. Schauen Sie auf die Namensschilder ab und zu mal und sprechen Sie die Prüfer mit Namen an. Und genauso wie Sie den Einstieg vorbereitet haben, bereiten Sie auch den Ausstieg vor. Manche sagen einfach nur, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen für Fragen zur Verfügung. Das sagen alle, das ist langweilig. Sagen Sie doch, ich bitte um Umsetzung des Projektes, ich bitte darum, den Auftrag zu erhalten, ich bitte um Freigabe, und gleich können wir noch offene Fragen besprechen, aber ich würde mich freuen, wenn Sie das Projekt nun freigeben würden. Spielen Sie doch das Rollenspiel einfach, das dort besteht, denn Sie wissen, dass Sie im Prinzip der Geschäftsleitung präsentieren und die Geschäftsleitung dahin bringen müssen, dass Sie von der Geschäftsleitung grünes Licht bekommen. Das war's. Ausführliches zu diesem Thema, komplette Video-Coachings zum Thema, wie mache ich eine erfolgreiche Präsentation, wie schreibe ich eine gute Projektarbeit, gibt es im spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.